Distelhäuser. Immer eine frische Idee. Das ist mega spannend. 25-23 heißt es für die Wölfe. Jetzt das Ganze geschickt nach der Auszeit einmal angefangen, noch einen draufsetzen und am besten keinen mehr kassieren. Dann ist auch das hier gegen Nordhornlingen im Sack dann. Ja, jetzt spielen sie natürlich die aggressive Abwehr. Patti Schmidt nimmt sich das Ding und macht es der Patti, der Schmidt. Sagenhaft 26-23 und dann nochmal die Krake von Max Brustmann, die da hinten Nordhornlingen den letzten Nerv nimmt. Und das ist es auf der Distelhäuser Handballtour, gewinnen die Wölfe 26-23. Ja, und hier ist natürlich der Teufel los. Hier ist jetzt die Spannung groß. Hier feiern natürlich die Wölfe diesen fantastischen Sieg. Zweimal zurückgekommen. Das ist das, was hier ganz einfach der Hammer ist. Und jetzt sind wir hier dran am Wolfsrudel. Der dritte Sieg in Folge für die DOK Rimpa Wölfe gegen die bisher ungeschlagene HSG Nordhornlingen. 26-23 hieß es am Ende. Die Tore erzielten zweimal Sebastian Kraus, zweimal Dominik Schömig, zweimal Lukas Böhm, einmal Patrick Gramp, dreimal Jan Schäffer, siebenmal Patrick Schmidt, dreimal Benedikt Brielmeier, dreimal Benjamin Hert und dreimal Julian Sauer. Distelhäuser präsentiert den Wölfestream. Live, zweite Bundesliga. Die Vorschau, die Spiele, der Rückblick. Distelhäuser, immer eine frische Idee.